13. Mai 2019 ist das kleine Schwein aufgestanden zu Tisch gegangen und hat dabei nur eine Unterhose an. Zum Frühstück hatte es sich ein 1000 Meter hohes Salamibrot geschmiert. Zumindest sah es so aus. Leider fehlten ihm noch ein paar Legosteine. Oh, Menno! Also ging es los, um welche zu besorgen. Als es auf dem Nachhauseweg war, flogen plötzlich die neu gekauften Steine aus seiner Hand. Dort fügten sich die Legosteine zusammen und setzten die Zeitmaschine in Bewegung. Das Schwein rannte so schnell, es konnte nach Hause und sprang in die laufende Zeitmaschine. Das Schwein reiste in das Jahr 2099 und landete in der Antarktis. Dort waren böse Roboter, die gerade einen Pinguin und einen Schneehasen verprügelten. Schwein eilte dem Pinguin und den Hasen zu Hilfe und besiegte die Roboter. Seitdem waren sie mit dem Schwein zusammen unterwegs. Das Schwein schaute sich um und sah, dass die Eisschicht kaputt ging. Wie konnte das passieren? Es fragte die beiden neuen Freunde ganz erschrocken. Warum geht die Eisschicht kaputt? Der große Eismeister macht die Schicht kaputt, sagte der Pinguin. Denn er will, dass die Tierheit ausstirbt. Er wollte die Welt nur für sich allein haben. Deshalb hatte der Eismeister den Tieren gesagt, dass sie ganz viel Rauch herstellen sollten. Fabriken, Autos, Motorräder, Flugzeuge, Raketen, Hubschrauber und Schiffe sollten so viel wie möglich gebaut und genutzt werden, damit sie ganz viel rauchten. Deswegen war schon so viel Schnee und Eis geschmolzen. Endlich, jetzt habe ich bald die Welt für mich. Jetzt sahen auch die Tiere, was passiert war. Schnell hörten sie auf, so viel Rauch zu produzieren. Aber es half nichts. Einen Tag später war alles geschmolzen. Nur noch eine Eisscholle war übrig geblieben. Aber sie hatten noch Glück, plötzlich fing es an zu schneien. Es schneite sogar so heftig, dass wieder neues Eis entstand und der Eismeister dahin schmolz. Alle waren wieder froh. Doch wie hatte das passieren können? Das Schwein reiste in das Jahr 1991, an den Tag zurück, als der Eismeister das erste Mal auftauchte. Er hatte gerade seine Rede gehalten. Da tauchte das Schwein auf. Das Schwein sagte, hört zu, Leute, ich war gerade in der Zukunft und habe gesehen, was passieren wird. Alles wird schmelzen, wenn ihr auf den Eismeister hört. Fangt erst gar nicht an, so viel Rauch zu produzieren. Das Eis wird schmelzen und die Tierheit wird aussterben. Zum Glück hatte es das Schwein gerade noch geschafft, die anderen zu informieren. Das Schwein reiste in das Jahr 2019 zurück. Es war sehr erleichtert darüber, die Tierheit gerettet zu haben. Puh!